Meine nächste Jobhopper-Station steht an. Ich bin bei der Firma Matthias Boot und Sohn, eine Heizungs- und Sanitärfirma. Mittlerweile gibt es die seit über 130 Jahren, ansässig in Bonn und in Bad Hönningen. Ich treffe gleich den Erdem. Erdem ist Anlagenmechaniker. Diesen Job schaue ich mir heute mal ein bisschen genauer an. Ja, das ist unser Protagonist heute. Das ist der Erdem, unser Anlagenmechaniker. Erdem, was ist dein Job jeden Tag? Also mein Job ist, ich bin in der Kundendiensttechniker und ich fahre halt jeden Tag zu den Kunden nach Hause und dann gucke dann, was zu tun ist und erledige die Arbeiten vor Ort. Da ist jede Menge bei und das ist wahrscheinlich jede Menge Aufwand zum Teil, aber jede Menge Abwechslung auch. Genau, man hat halt jeden Tag was anderes, ne, oder am Tag auch sogar, ne, wenn man verschiedene Termine am Tag hat, und dann hat man halt auch verschiedene Arbeiten halt. Ne. Wie fängt dein Arbeitsalltag an, wenn du hier in die Firma kommst? Was läuft dann an? Also ich bin um 7 Uhr meistens hier und dann gehe ich halt ins Büro rein und zu meinem Bauleiter, das ist der Jörg Hillemacher, und bespreche halt mit dem die Aufträge. Wenn irgendwelche Sachen eingeladen werden müssen, lade ich die ein. Wenn nicht, fahre ich halt los zu den Kunden und dann gucke mir das vor Ort an. Was steht denn heute so an? Erzähl mal. Heute haben wir 4 Aufträge. Einmal eine Heizungsstörung. Einmal muss man ein Waschbecken austauschen. Nächster Auftrag wäre dann Störung, Klimagerät und dann zum Schluss eine Duschabtrennung. Du hast ein Tablet in der Hand, habe ich gesehen. Da kriegst du die ganzen Aufträge dann drauf, ne? Genau, ich habe ja hier meine Aufträge, wie du siehst hier, ne? 4 Aufträge hier und dann stehen auch die Zeiten ungefähr. Das wird ungefähr geschätzt. Dann werden wir das Ganze jetzt mal zusammen abarbeiten. Ich bin gespannt. Ja, Einsatz Nummer 1 mit unserem Anlagenmechaniker Erdem. Erdem, was steht heute an oder was steht jetzt an? So, jetzt haben wir hier ist die Anlage, die auf Störung gegangen ist, da die Leute sich beschwert haben, weil die Heizkörper nicht warm wären. Und jetzt gucken wir uns das mal an und dann sehen wir mal, was das für ein Problem ist. Ich sehe von hier schon, es leuchtet irgendwie rot. Genau, rot ist nie gut eigentlich, ne? So, hier kann man ja auch sehen, Feuerungsautomatfehler 43. Ne? Gebläse Drehzahl wird nicht erreicht. Genau. Jetzt kommt der Fachmann, du legst los. Genau, jetzt kommt der Fachmann. So, jetzt muss man hier die Haube abnehmen, um zu sehen. Dann hier haben wir halt das ganze Werk für uns. Und da muss man mal gucken, wie man sieht, hier der Stecker. Der ist, glaube ich, hat einen Wackelkontakt. Und deswegen läuft die Anlage auch nicht. So, jetzt tue ich mal entriegeln. Und dann gucken wir mal. So. Man hört es schon, was hört man? Genau, die Gebläse geht an, also Problem behoben. Und wenn ein grünes Licht angeht, glaube ich, ist das auch nicht das schlechteste Zeichen. Die Heizung läuft wieder, wir haben auch einen Filter an einer Klimaanlage gereinigt. Ein Waschbecken haben wir schon wieder instand gesetzt. Nachher bist du noch ein bisschen was unterwegs, aber wir wollen erstmal von dir wissen, was liebst du so sehr an diesem Job? Ja, wie gesagt, ne, an dem, was mir halt oft Spaß macht, dass ich halt immer unterwegs bin. Und dann, ich bin halt theoretisch gesehen mein eigener Chef, sozusagen. Ne? Also mir kann keiner was sagen, immer, du musst das so machen, die Schraube muss so rein oder so. Ich kann mir die Arbeit selber einteilen und dann so machen, wie ich das haben möchte. Und vor allen Dingen wirst du ja angerufen zum Teil, wenn die Leute Nöte haben. Hey, unser Wasser ist kalt, die Heizung funktioniert nicht. Du machst also quasi die Leute auch wieder glücklich, oder? Ja, das stimmt. Also 99,9% sind die Leute danach glücklich. Und wenn Erdem glücklich ist und seine Kunden, dann bin ich es auch. Hat Spaß gemacht heute.